So, bin wieder hier. Habe jetzt gerade noch Nachrichten gelesen. Heute hat die Schweiz hohen Staatsbesuch aus Frankreich. Wie heißt er? Emmanuel Macron und seine Frau sind ja zu Besuch die Tage in der Schweiz. Und jetzt ist in den Zeitungen natürlich großer Tumult, weil die Schweiz und Staatsbesuche, die halt wirklich um die Beziehung Schweiz Ausland, das gibt's selten. Wir haben zwar sehr viele diplomatischen, nicht Austausch, sondern kann ich es jetzt sagen, Verkehr kann man sagen, aber das halt meistens für andere Konflikte, weil man neutral ist, neutralen Boden auch gewährleisten kann, wird halt sehr viele Sachen in der Schweiz gemacht. Aber wenn es wirklich mal so, ihr könnt euch vorstellen, als würde der britische König Charles nach Frankreich gehen. So etwas ist jetzt Emmanuel Macron die Tage heute für die Schweiz, weil Schweiz und Frankreich sehr lange Freundschaft und Beziehung. Und wenn dann wirklich mal so etwas kommt, dann ist das schon sehr speziell für die Schweiz, weil sonst eben neutral, wir nicht großes aufheben. Aber wenn es dann mal so ist, dann ist natürlich die Presse ein klein wenig am verrückt spielen, aber ich muss sagen, Emmanuel Macron ist jetzt, kann ich jetzt kein Urteil darüber abgeben, ob der gut oder blöd ist. Manche Sachen verstehe ich einfach in Frankreich nicht, weil halt Frankreich ist halt Frankreich und nicht die Schweiz. Dann befasst man sich halt dementsprechend weniger. Man hört halt viel in den Medien, aber man kriegt halt dann aus den Medien nicht alle Hintergründe. Das ist dann so, mal so, mal so. Aber es ist schön, dass auch die Schweiz so Empfänge noch stemmen kann. Und vor allem, muss ich sagen, also Militär hat sich rausgeputzt, hat schön in Reih und Glied gestanden. Der rote Teppich, Limousinen, alles. Bundesplatz war voller Leute, die natürlich den Staatsbesuch ja auch sehen wollen. Ist natürlich auch nicht alle Tage, dass man dann so ein Aufhebens macht. Also dementsprechend ist da viel Happiness, viel Freude bei allen Beteiligten wahrscheinlich. Ja, habe ich mir ein wenig vorhin noch die Bilder angeschaut. Zwar noch kein Bild vom französischen Präsident, nur beim Ausstieg aus dem Flugzeug. Und jetzt dann, wahrscheinlich kommt dann irgendwann im Ver wahrscheinlich sind sie jetzt schon dabei, im Bundeshaus Reden am Halten. Das wird dann wahrscheinlich bei uns Guy Bamana wahrscheinlich übernehmen. Der kommt aus der Westschweiz, aus der Romandie. Weil wenn man schon einen französischen Präsidenten hat, dann wird wahrscheinlich der Bundespräsident, ich weiß, also verzeiht mir, aber ich weiß aktuell nicht, wer der Bundespräsident ist von diesem Jahr. Aber es wird wahrscheinlich der französische Vertreter oder einer aus der französischsprachigen, also ich kann nicht mehr reden, aus der französisch sprechenden Schweiz wird wahrscheinlich ein Bundesrat die Hauptrede halten, weil alle Bundesräte, die können so ein bis zwei Fremdsprachen, also Deutsch, die eigentlich fast jeder, und dann entweder Italienisch oder Französisch. Und wenn natürlich, wir haben immer so einen aus dem Ticino, Italienisch,
Dann sind es mindestens zwei, die Französisch sprechen, aus der Westschweiz kommen. Und dann sind, nein, drei. Jetzt muss ich aufpassen. Nein, vier Deutsche, drei Franzosen und ein Italiener. Nein, zwei Franzosen, ein Italiener. Also Italiener, ein aus Italien. Ändert von Wahl zu Wahl immer ein wenig, aber so grob in der Richtung ist das das Verhältnis, wo man sich merken kann. Hat sich in den letzten Jahren auch stark gewandelt, aber man hat schon klare Richtlinien, okay, so viel von dort, so viel von dort, weil wenn am Schluss der ganze Bundesrat nur aus Deutschsprachigen besteht und gar keine Westschweizer Repräsentanten oder Tessin-Repräsentanten im Bundesrat sind, dann hast du einfach so eine Schräglage und zum das ausgleichen haben sie eben so gewisse Regeln, dass mindestens ein Vertreter von jeder Landessprache dabei sein muss, jetzt mit Ausnahme vom Rätoromanischen. Das ist die einzige Ausnahme, weil im ganzen Graubünden, da wirst du entweder Italienisch, Deutsch, Rätoromanisch oder Französisch, Deutsch, Rätoromanisch oder Deutsch, Rätoromanisch unterrichtet. Rätoromanisch wird einfach grundlegend unterrichten, und zwar, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sind die ersten paar Schuljahre komplett rätoromanisch, also ohne Deutsch, ohne Italienisch, ohne Französisch, um einfach die halt doch sehr ja, zurückgegangene Landessprachen zu stärken, dass die nicht aussterben. Und erst dann, glaube ich, ab der fünften oder sechsten Klasse erst wird dann Deutsch oder Italienisch, Französisch beziehungsweise auch noch Englisch, weil das halt so eine multi-internationale Sprache ist, erst gelehrt. Also im Wallis wäre dann das Walliserdeutsch, das ist gut, das weiß ich gar nicht, ob das per se unterrichtet wird. Aber das ist auch so einen starken Dialekt, dass es halt eigentlich eine eigene Sprache ist. Also die Schweiz und Politik und Bildungssystem und Sprachen und Historie, Geschichte, das ist so komplex, so weitreichend, aber auch so dermaßen interessant. Also ich sehe da wieder, wie sieht's? Sechs sind unterwegs, also das geht noch. Hab's mir schlimmer vorgestellt. Was ist jetzt da mit der Gesundheitsfürsorge? 35, also das geht. Gibt Schlimmeres, muss man ehrlich sagen. Das auch. Also wir könnten es bei weitem schlimmer noch haben. Da ist ein Stau. Okay, wo wollen die wie hin? Irgendwie nur weg dem, ne? Warte mal, machen wir den so. So. So.
Mal schauen, wie das jetzt kommt. Verkehrsstau. Hä? Da ist jetzt aber so 0, gar keiner vor dir und... Und hier. Also, was ist hier los? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Weg. So. Das ist schon eins zu viel gewesen. Hauptsache die sagen einfach nö, 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 nö. Also das weiße Auto, das regt mich auch dort unten. Aber sowas von. Ja, und Hauptsache hier wenden, ne? Ja, jetzt löst es sich. Alter Walter. Ja. So, irgendwo sonst noch Stau? Nö, sehe jetzt keinen. Dort steigt es auch immer weiter auf. Häuser werden gebaut. Jo. Dann würde ich mal sagen, mache ich kurz Pause. Und zwar nur in der Aufnahme. Lasse das Spiel einfach ein wenig weiterlaufen, bis das mal gebaut wurde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise kurz, wenn da voll wäre. Dann sehen wir uns spätestens. Also, bis dann.
Da bin ich wieder und wie ihr seht, Kleinstadt. Fortschrittsmenü. Hochgeschwindigkeit, Schnellstraße, Verbrennungsmotoren, Verbot, Stadtwerbung. Büro mit hoher Dichte. Entwicklung. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel was kostet. Polizeistation. Rathaus, Polizeihauptquartier würde 2 kosten. Satellitenverbindung, Telekommunikationsturm 4. Wie viel habe ich? 10. Also sicherlich mal das Hauptquartier. Da brauche ich aktuell noch nichts. Dann würde ich mal Telekommunikation und Serverfarm. So. Na dann würde ich. Jetzt haben wir wieder ein wenig Geld. Ja. Diese Feuerwache mal mit dem. Das ist ein wenig größer, als ich es mir vorgestellt hätte. Nö, das passt da überhaupt nicht einmal rein. Da muss ich wohl die Straße ein wenig. So. Hubschrauberplatz. Es ist nass. Katastrophen. Garagenerweiterung. Das. Das mache ich hier hin. Dann können hier noch Häuser. So. Dann machen wir das so. 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 Ja, okay, das sieht wild aus. Zugegeben. So. 1 von 21. Helikopter. Können auch. Kostet uns eine ordentliche Stange. Mit Katastrophenschutz und allem drum und dran. So. Da sind auf jeden Fall genügend Katastrophenschutz in allem drum und dran. Das passt dann. Helikopter geht auch. Hier das große Krankenhaus habe ich auch gebaut. Beide lassen wir über alle Stadtteile hinweg arbeiten. So, jetzt machen wir natürlich wieder Verlust. Das müssen wir ein klein wenig jetzt mal schauen. Das würde 2,1 und wäre auch wieder. Das würde ich dann sonst. Ich würde sonst hier das ein wenig umbauen und das dann dort oben drauf klatschen. So, wie viel sind da?
21. Wo habe ich die Feuer? Ja, ich würde die hier dort lassen. Dass wir so eine klitzekleine, wenn es mal braucht, irgendwo. Und ansonsten ist hier da die große am Arbeiten. Wie sieht es hier aus? 1103, 310, passt. Die Verschmutzung geht weg und somit kommen immer mehr riesige Wolkenkratzer. Und wir haben jetzt auch hier dann können wir das umrüsten. Das sind die, genau. Dann haben wir dort wiederum. Ja, ihr seht, wie hoch das wird. Ach, herrje, meine. Da die schöne Aussicht, alles weg. Aber so richtig alles weg. Gut, das heißt dann als nächstes wirklich Eisenbahn, damit das Ganze dann doch noch irgendwie zustande kommt, dass das ein wenig auf. Halt, also der riesige, aber wirklich die höchsten Geschäftsgebäude. Gut, von der Anstellungs. Masse her geht's noch, aber absolut jetzt komplett in den Schatten gestellt, das Krankenhaus. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das so bleiben wird, aber auf jeden Fall auch dort das klein wenige. Hier sogar mit Helikopterplatz, also. Ja. Ja, das ist schon einiges. Da sind's die Straße in Stand am Halten. Ja, und 15 Kacheln können wir. Jetzt, irgendwas habe ich mir vorhin gedacht noch. Richtung hier Wald, ne? Wären 16, 15. Nee. Da. Wären 12 plus machen wir hier die so. Dann haben wir schon wieder ein wenig mehr Stadtgebiet. Das heißt, ich kann dann da offscreen mal erweitern, kann hier schön die Eisenbahn implementieren. Das ist jetzt ja immer noch das Provisorium, wo ich einfach mal hingeklatscht hatte. Die hat noch einmal Garagenerweiterung, Hüllwagen-Tippo. So. Ich denke. Ja, 75 Fahrzeuge haben die jetzt dann. Also das ist bei weitem noch genug. Zweite Brennkammer haben wir ja schon. Dann wäre einfach da noch 600 Tonnen. Also das würde schon noch ziemlich dauern, bis das voll ist und alles. Strom haben wir bis zum Abwinken genug. Wasser,
Wasser ist definitiv jetzt etwas, was wir brauchen. Was würde ich da mal von hier nehmen? So. Und dann hatte ich auf der Seite noch irgendwo, genau. Und bei dem würde ich noch. So. So. Dann macht das mir jetzt eine Wasserproduktion von gut einem halben. Das ist ordentlich. Dann hier mal schauen. 2500 Kubik, das ist fast gar nichts. Und die macht alleine drei. Also würde ich fast eigentlich eher, wenn es dann Richtung ja, Bedarf würde eigentlich schon reichen. Würde ich dann hier und dann noch das da, das wäre eine Million. Und dann hätten wir das mit dem Abwasser eigentlich ziemlich wieder drin.